Sie haben es gerade gehört, die Stadtratswahlen stehen wieder an. Schon im Mai werden in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Die jeweiligen Parteien haben teilweise bis zu 25 Personen auf ihre Listen. Viele Kandidaten nehmen wir deshalb in unseren Gesprächen bei Ansichten und Absichten genauer unter die Lupe. Ja, und Wahltag ist der 25. Mai dieses Jahres. Dann werden nicht nur die Stadtratsmitglieder für Gera, die Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilräte gewählt, sondern auch die Parteimitglieder im Europaparlament. Politik geht jeden Einzelnen an und nur wenn die Mehrheit wählen geht, können die Wahlergebnisse diese Mehrheit auch repräsentieren. Deshalb beteiligen Sie sich und gehen Sie wählen. Die Videos mit den einzelnen Gesprächen der Kandidaten können Sie natürlich auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals finden, und zwar unter www.tlm-okagera.de/mediathek.html. Dort werden Sie nach dem Wahltag am 25. Mai auch die Sonderwahlsendung des offenen Kanals einsehen können. Der offene Kanal hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die Sie über Neuheiten in Ihrem Bürgerfernsehen informiert, also schauen Sie doch mal vorbei. Im Mai ist es wieder soweit, die Stadtratswahlen stehen an. Dann werden auch in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Und bei der hohen Anzahl wählbarer Kandidaten den Überblick nicht zu verlieren, ist manchmal gar nicht so einfach. Ansichten und Absichten will hier Klarheit schaffen und versuchen, ihnen die Politiker auch menschlich ein wenig näher zu bringen. Damit das Ganze fair bleibt, läuft es immer nach dem gleichen Prinzip ab. Jeder Politiker hat 15 Minuten Zeit, uns 20 Fragen zu beantworten. Das sind immer dieselben Fragen und mit denen starten wir auch gleich nach der Begrüßung. Damit herzlich willkommen bei Ansichten und Absichten. Bei mir im Studio zu Gast ist die CDU-Kandidatin Sandra Graupner. Sie ist bei der Deutschen Rentenversicherung im gehobenen nicht-technischen Dienst tätig und engagiert sich ehrenamtlich bei verschiedenen Sportvereinen. Seit 2012 ist sie außerdem stellvertretende Kreisvorsitzende des CDU-Kreisverbandes in Gera. Guten Tag, Frau Graupner. Bevor wir anfangen, erkläre ich Ihnen noch mal ganz kurz das Prinzip der Sendung. Wir haben neben uns hier die Schachuhr stehen. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle, dann drücke ich auf den Knopf. Der aktiviert Ihre Redezeit, Ihre 15 Minuten. Sobald Sie fertig sind mit der Beantwortung der Frage, drücken Sie Ihrerseits auf den Knopf und Ihre Zeit wird gestoppt. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage, vielleicht die wichtigste. Was motiviert Sie, sich politisch engagieren zu wollen im Stadtrat? Ja, ich wurde das schon mehrmals gefragt und ich will das mal mit einem Sprichwort begründen. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu jammern. In diesem Sinne möchte ich Gera helfen, die bestehenden Probleme zu lösen. Gera ist seit 15 Jahren meine Heimatstadt und ist mir auch mit ihren Menschen sehr ans Herz gewachsen. Und deswegen möchte ich nicht zu denen gehören, die jammern, sondern möchte mit anpacken die Probleme, die ja alle bekannt sind, zu lösen. Sie sagen selbst, Sie möchten mit anpacken, die Probleme zu lösen. Das klingt ja sehr tatkräftig. Wie treffen Sie denn Entscheidungen privat und auch in der Politik? Also ich bin eigentlich eher ein kopfgesteuerter Mensch. Ich denke viel über anstehende Entscheidungen nach. Ich denke, das ist vor allen Dingen im politischen Feld so. Erst wenn ich irgendwie nicht weiterkomme und für und wieder abgewägt habe, dann treffe ich auch mal eine Bauchentscheidung. Sicherlich privat mehr als dienstlich oder auch politisch. Ich denke schon, ich bin eher ein Kopfmensch. Nun ist es ja so, dass man vielleicht auch politische Gegner hat oder haben könnte in der Politik. Wie gehen Sie denn mit denen um? Ja, also das Wort politische Gegner gefällt mir in dem Sinne nicht ganz so. Ich denke, gerade in der Kommunalpolitik ist es wichtig, nicht die gegnerische Fraktion als wirklich Gegner. Das klingt immer so nach Sport, nach Wettkampf. Es müsste eigentlich uns allen darum gehen, eine gemeinsame Linie zu finden, einen gemeinsamen Weg. Und das ist auch immer meine Absicht. Im politischen Raum ist es immer mal so, dass ein gemeinsamer Weg schwierig ist oder auch nicht zu finden ist. Dann kann ich schon auch energisch meine Linie und meine Absichten auch verteidigen. Okay. Ist ja so, wenn man einen gemeinsamen Weg finden möchte, dann trifft man manchmal auf Widerstände. Wie gehen Sie denn mit Widerständen um? Oder Konfrontationen allgemein?
Ja, ich bin eigentlich schon ein sehr zielstrebiger Mensch und versuche auch gegenüber Widerständen meine Linie zu fahren und nicht aus den Augen zu verlieren. Natürlich, wenn man mal eine Schlacht verloren hat, verliert man nicht gleich den ganzen Krieg, kann man sicher auch mal zwischendurch in Kompromiss gehen. Aber am Ende bin ich doch sehr zielstrebig und weiß auch, wo ich hin will und verfolge das auch eigentlich sehr energisch, auch gegen Widerstände. Apropos zielstrebig, nennen Sie uns doch drei politische Ziele, die Sie im Stadtrat umsetzen wollen würden. Ja, aufgrund meines Engagements in vielen Vereinen, besonders Sportvereinen, was ich auch in der Vergangenheit als Aktive, als Trainerin, auch Vorstandsmitglied geleistet habe, liegen mir natürlich die Vereine Geras, nicht nur die Sportvereine, am Herzen, dass die auch eine finanzielle Ausstattung haben, eine ordentliche, dass die auch eine ordentliche Basis haben, ihre doch für das Gemeinwesen wichtige Arbeit auch verrichten zu können. Das wäre das erste Ziel oder die erste Absicht. Das geht natürlich nur auch in Zusammenarbeit mit den Schulen, Vereine und Schulen. Das muss zusammenarbeiten. Deswegen liegt mir auch die Bildung sehr am Herzen. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema in Gera, denke ich. Und das Ganze würde aber natürlich nicht gehen ohne solide Finanzen. Und es ist aus meiner Sicht die Grundlage für alle Themen, für alle Probleme, die wir hier haben. Und da möchte ich gerne mit dran arbeiten, dass wir hier solide Finanzen in Gera irgendwann in der Zukunft haben. Das geht natürlich nur über Sparen und ich hoffe, das kann ich irgendwie im Stadtrat mit unterstützen. Sie haben jetzt gerade gesagt, die Vereinsarbeit möchten Sie auch unterstützen. Wie würden Sie das denn umsetzen oder Ihre Ziele allgemein, wenn Sie ein Ziel sich aussuchen könnten, das Sie konkret umsetzen würden, wie würden Sie dann vorgehen wollen? Ja, ich denke, als neues Stadtratsmitglied, falls ich es denn werden würde, ist es ziemlich anstrengend und schwer. Ich muss viel lernen, ich muss viel zuhören, mir viel anlesen. Das ist eine Menge Arbeit, wo ich bereit bin, die auch zu investieren und alles andere, sage ich mal, muss man sehen, was man als Einzelner wirklich bewirken kann. Da habe ich jetzt als neuer Kandidat natürlich nicht so den Einblick. Ich denke, man muss auch in vielen Ausschüssen sitzen, viel zuhören, viel lernen, viel lesen. Also wie gesagt, ich bin ein zielstrebiger Mensch. Ich habe es auch gelernt, im Sport vor allem mich durchzubeißen, habe da auch eine Menge Erfahrung in der Vereinsarbeit. Und ich denke, das kann ich gewinnbringend auch für Gera, für die Vereine im Stadtrat einbringen. Gibt es oder gab es in Ihrem Leben besondere Ereignisse oder Erlebnisse, die Sie geprägt haben, die Sie vielleicht zu dem gemacht haben, der Sie heute sind, vielleicht auch im Sport? Ich denke, der Sport hat da eine wichtige Rolle gespielt. Wie gesagt, ich bin sportlich aktiv seit meinem 5. Lebensjahr. Als Leistungssportler bis in die Bundesliga gekommen, da hat man wirklich gelernt, zum einen ein Teamplayer zu sein, zum anderen auch zu kämpfen, zielstrebig zu sein, ein Ziel zu verfolgen und sich aber auch gegen andere durchzusetzen. Ich denke, das hat mich sehr geprägt, auch in meinem Wesen, in meinem Charakter und auch im Stadtrat wird mir das sicher an der einen oder anderen Stelle helfen. Eine andere Sache, die mich auch geprägt hat, ist die Entscheidung, eben einfach nach Gera zu gehen, nach Abschluss meines Studiums in Berlin. Das war nicht einfach damals, weil ich auch in Berlin da sehr verwachsen war, auch privat, und dann nach Gera zu gehen. Aber ich habe es zu keiner Zeit bereut. Und ich bin jetzt 15 Jahre hier, bin gerne hier und ich denke auch, Gera ist eine Stadt, wo es sich gut leben lässt und für die es sich auch lohnt, zu arbeiten. Jetzt haben wir 5 Minuten geschafft, Sie haben 10 Minuten, 9 Fragen haben wir noch vor uns, wir liegen also gut in der Zeit. Was bereitet Ihnen denn neben dem Sport noch Freude? Haben Sie weitere Hobbys, unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie? Also wie gesagt, der Sport ist ein sehr großes Hobby. Moment, so ganz kurz schauen, jetzt hat die Uhr aufgehört zu ticken. Nein, sie will nicht. Jetzt geht's weiter. Ja, der Sport ist halt ein sehr großes Hobby, aktiv, aber auch passiv habe ich daran Freude. Es steht aber jetzt nicht mehr so im Gegensatz zu meiner Vergangenheit im Vordergrund. Jetzt verbringe ich auch gern Zeit mit Familie und Freunden. Das ist mir wirklich sehr wichtig, auch als Ausgleich zum beruflichen und politischen Leben. Des Weiteren verreise ich gerne, lese auch gern mal ein Buch und ja, was halt jeder andere auch gerne macht. Genieße die Natur, ich gehe auch gerne mal wandern, spazieren. Es muss nicht immer sportlich geprägt sein, also da bin ich eigentlich ein vielseitiger Mensch.
Jetzt das Gegenteil, worüber ärgern Sie sich oder worüber können Sie sich auch sehr ärgern? Also sehr ärgern tue ich mich über Unehrlichkeit, auch über Menschen, die nicht zu ihren Fehlern stehen, obwohl sie sie gemacht haben. Man kann auch gerne mal was zugeben, das, denke ich, tut jedem gut, auch mal einen Fehler eingestehen zu können. Ich denke für mich, ich kann das. Und was mich noch unheimlich ärgert, ist verschwendete Zeit. In der heutigen Zeit ist Zeit wichtig und Zeit auch Geld. Und es wird so viel geredet und es passiert nichts. Das ärgert mich dann unheimlich. Welche Stärken und welche Schwächen würde Ihnen vielleicht Ihr Partner oder Ihre Familie bescheinigen, Menschen, die Ihnen nahestehen? Also ich denke, als Stärke würde mir bescheinigt werden, dass ich sehr verlässlich bin, dass man sich jederzeit eigentlich auf mich verlassen kann, weil ich auch sehr verantwortungsbewusst bin und dass ich ehrlich bin. Und auch den Leuten, wenn mir irgendwas nicht passt, das auch mal sagen kann, konstruktiv sagen kann. Als Schwäche wurde mir schon oft gesagt, dass ich zu übergenau bin. Das liegt vielleicht auch an meinem Beruf, an meinen Maßstäben, an mich selber, die ich gerne auch an andere setze, was vielleicht mitunter auch ungerecht ist. Aber ja, ich müsste aus meiner Sicht als Schwäche oder auch mein Partner sagt das, dass ich auch mal Nein sagen muss. Ich bin gerne an jeder Front und bin auch sehr hilfsbereit, aber irgendwann sind auch Grenzen erreicht und da müsste ich lernen, auch mal Nein sagen zu können. Was ist Ihnen besonders gut in Ihrem Leben gelungen? Worauf sind Sie stolz, dass Sie das erreicht haben? Also worauf ich stolz bin, ist, dass ich meine berufliche Entwicklung weit vorangetrieben habe, auch neben meiner sportlichen Karriere. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, ich war als Handballerin in der Bundesliga aktiv, habe trotzdem beruflich auch Erfolg gehabt und auch in gewisser Weise da auch Karriere gemacht. Und das in Einklang zu bringen, trotz beidseitigen hohen Aufwand, das ist schon eine Leistung, wo ich auch stolz drauf bin. Einmal drüben bitte, Dankeschön. Welche Rolle spielt in Familie für Sie im Alltag, vielleicht auch als Unterstützung in Ihrem politischen Bestreben? Also die Familie spielt eigentlich eine große Rolle. Ohne Rückhalt auch in der Familie wäre das auch alles nicht möglich. Da gehört auch viel Verständnis dazu. Auch in meiner Vergangenheit war die Familie da immer sehr prägend und die haben wir auch in schwierigen Situationen immer mal den richtigen Rat gegeben. Und da kann ich mich auch jederzeit drauf verlassen. Deswegen wird die Familie auch immer eine große Rolle spielen. Okay. Welche Werte sind Ihnen persönlich besonders wichtig? Wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, Ehrlichkeit auch. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen genauer ausführen. Ja, wie gesagt, Ehrlichkeit ist mir sehr wichtig, dass auch jemand mal sagen kann, was ihm nicht passt. Oft wird heutzutage viel drumherum geredet und niemand sagt mal konkret, was nicht stimmt, was nicht passt und man kommt deswegen nicht auf kürzesten Wege zum Ziel. Das ist mir wichtig, dann ist mir auch noch eine gewisse Art Gerechtigkeit, dass man nicht vorverurteilt wird, dass es auch, dass verschiedene Parteien auch gleichberechtigt sind in der Meinungsbildung. Ja, was ist mir noch wichtig? Ja, in der Nachhaltigkeit auch, wenn man mal eine Entscheidung trifft, dass man auch dazu steht und dass man das auch verteidigt, dass man auch über den Tellerrand hinweg schaut. Mhm. Auch vorhin schon gesagt, Ihre Familie unterstützt Sie. Ohne Familie wäre das auch gar nicht möglich. Wenn Sie in der Sache nicht weiter wissen, wie verhalten Sie sich dann? Wenden Sie sich an die Familie oder machen Sie das erst mit sich selbst aus? Ja, ich denke eigentlich in erster Linie erstmal selber über die Sache nach. Versuche mir auch fehlende Informationen zu holen, die ich brauche und frage da auch befrage verschiedenste Leute, wo ich denke, die haben da eine objektive Meinung, die kann ich dazu befragen. Das sind vor allem die Vertrauenspersonen natürlich in der Familie und ansonsten frage ich auch gerne mal Kollegen oder Freunde. Man hat da immer Leute, auf die man sich verlassen kann. Also ich denke erst drüber nach und dann frage ich weiter. Ein bisschen angedeutet haben Sie es schon, was erwarten Sie denn von Freunden? Was muss er mitbringen, damit er ein Freund für Sie ist? Ja, ich muss mich jederzeit, solange es zumutbar ist, natürlich nicht in jeder Situation, das kann man von Freunden nicht verlangen, aber schon auf die Freunde verlassen können, dass sie auch zu mir stehen, dass sie mir mal auch aus der Patsche helfen, wie man so auf gut Deutsch sagt, und dass sie eben Ratgeber in schwierigen Situationen sind und
Ja, da gibt es immer nur, aus meiner Sicht kann man da nur 2, 3 haben, wo man sich wirklich hundertprozentig drauf verlassen kann. Und ich denke, die habe ich und da bin ich auch stolz drauf und die wissen das. Ein kleiner Hinweis, wir haben jetzt noch knapp 5 Minuten, 5 Fragen liegen noch vor uns. Jetzt wenden wir uns nochmal der Politik zu. Welche Werte sollten denn die Arbeit im Stadtrat bestimmen? Ich denke, in der Politik ist es nicht anders als im normalen Privatleben. So habe ich es eigentlich auch immer gehandhabt, dass ich immer erstmal meinen normalen Menschenverstand einsetze, ehe ich über politische Kalküle nachdenke. Ich denke, es ist genauso die Ehrlichkeit, es ist die Gerechtigkeit und es ist die Nachhaltigkeit, die auch meine Arbeit im Stadtrat prägen sollte. Also gerecht, es sollte wirklich auch für alle Bürger sollte die Politik da sein und nicht nur für verschiedene Interessengruppen. Es sollte ehrlich zugehen, dass man auch mal sagen kann, was im Argen liegt und dass man daran lösen oder dass man das lösen kann, diese Probleme, die es gibt, nützt keinem, um was drumherum zu reden und am Ende verliert man den Blick auf die Lösung. Und nachhaltig sollte es sein. Ich denke, das ist für Gera auch ganz wichtig, dass man auch in 10, 15 Jahren noch gut als Stadt dastehen oder besser als jetzt dastehen. Wenn Sie sich selbst in 3 Adjektiven beschreiben müssten, welche wären das? Ja, ich denke zielstrebig, das hatte ich schon ausgeführt, aus welchen Gründen, verantwortungsbewusst und ehrlich. Kurz und knapp, das geht ja auch. Wovon träumen Sie? Haben Sie einen Lebenstraum, den Sie verfolgen und noch erreichen möchten? Also ich bin eigentlich eher ein Realitätsmensch. Ich lebe eigentlich mehr im Jetzt und nicht, ich jage keinen Träumen groß hinterher. Also den direkten Lebenstraum an sich habe ich nicht. Ich wünsche mir einfach, dass ich, meine Freunde, meine Familie gesund bleiben und mehr Wünsche. Alles andere kann man steuern. Gesundheit ist das, wo man keinen Einfluss groß hat. Jetzt haben wir noch 2 Fragen. Ich glaube noch 4 Minuten, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Was möchten Sie in Ihrem Leben erreichen im Sinne eines Lebensthemas? Also gibt es ein Thema, das sich vielleicht durchzieht Ihr ganzes Leben lang und was sich da permanent durchzieht sozusagen? Ja, ich möchte eigentlich, also ein direktes Lebensthema jetzt nicht, aber ich möchte einfach meinen beruflichen Weg, das Privatleben und auch die jetzt politische Karriere oder den politischen Weg in Einklang bringen, dass niemand zu kurz kommt, dass man auf allen Feldern seine Aufgaben wahrnimmt und aber alles irgendwo maßvoll und alles unter einen Hut bringt. Also ich möchte gerne diese 3 Sachen in Zukunft gerne in Balance haben. So, die letzte Frage, vielleicht nochmal zum Abschluss. Warum sollten wir Sie am 25. Mai wählen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, dass ich mit meiner beruflichen Qualifikation und meinen bisherigen Erfahrungen im kommunalpolitischen und auch im ehrenamtlichen Bereich dieses Stadtratsamt relativ kompetent ausfüllen kann. Und ich denke, dass Sie und auch die anderen Bürger in mir eigentlich eine fachkundige und verlässliche Partnerin haben können, die aber auch mal menschlich handelt und verantwortungsbewusst. Und ich hoffe, Sie und auch alle anderen geben mir am 25. Mai Ihre Stimme und dann werde ich meine komplette Kraft einsetzen, das Vertrauen zu rechtfertigen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch. Wir haben es in 15 Minuten geschafft. 1 Minute hätten wir noch gehabt. Ja, super. Und ich denke, wir haben doch einiges über die Frau Graupner erfahren, auch über ihre politischen Absichten und auch als Sie als Menschen. Und die anderen Politiker werden wir Ihnen natürlich dann auch noch vorstellen. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Sie haben es gerade gehört, die Stadtratswahlen stehen wieder an. Schon im Mai werden in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Die jeweiligen Parteien haben teilweise bis zu 25 Personen auf ihre Listen. Viele Kandidaten nehmen wir deshalb in unseren Gesprächen bei Ansichten und Absichten genauer unter die Lupe. Ja, und Wahltag ist der 25. Mai dieses Jahres. Dann werden nicht nur die Stadtratsmitglieder für Gera, die Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilräte gewählt, sondern auch die Parteimitglieder im Europaparlament. Politik geht jeden Einzelnen an und nur wenn die Mehrheit wählen geht, können die Wahlergebnisse diese Mehrheit auch repräsentieren. Deshalb beteiligen Sie sich und gehen Sie wählen.
Die Videos mit den einzelnen Gesprächen der Kandidaten können Sie natürlich auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals finden, und zwar unter www.tlm-okagera.de/mediathek.html. Dort werden Sie nach dem Wahltag am 25. Mai auch die Sonderwahlsendung des offenen Kanals einsehen können. Der offene Kanal hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die Sie über Neuheiten in Ihrem Bürgerfernsehen informiert. Also schauen Sie doch mal vorbei. Herzlich willkommen bei Ansichten und Absichten. Mein Gast heute im Studio ist Marcel Buhlmann. Er ist 31 Jahre alt, arbeitet als IT-Systemelektroniker und nebenberuflich als DJ. Er ist unter anderem Sprecher für die Linksjugend Gera und für das Aktionsbündnis Gera gegen Rechts. Für die Stadtratswahl aufgestellt ist er bei der Partei Die Linke. Guten Tag, Herr Buhlmann. Hallo, schönen guten Tag. Bevor wir anfangen, erkläre ich Ihnen noch mal das Prinzip der Sendung. Ich werde Ihnen also eine Frage stellen und nach dieser Frage hier den Knopf drücken. Der aktiviert Ihre 15 Minuten Redezeit. Und wenn Sie mit Ihrer Antwort abgeschlossen haben, drücken Sie bitte Ihrerseits auf den Knopf. Der stoppt dann wieder Ihre Zeit. Ja. Gut, dann geht es auch schon gleich los mit der vielleicht wichtigsten Frage. Was motiviert Sie denn, sich im Stadtrat engagieren zu wollen? Ja, also es ist ja so, dass unsere Stadt in einer schwierigen Lage ist, dass die Kassen klamm sind und Investitionen ausbleiben. Viele junge Menschen wollen oder müssen wegziehen, und eine frische Perspektive, wie das mit unserer Stadt in ein paar Jahren und Jahrzehnten weitergehen soll, kann ich leider nicht so richtig erkennen im Moment. Das finde ich sehr schade, weil Gera meiner Meinung nach eine ganze Menge Potenzial hat, also vor allem auch die Menschen, die dort leben. Also wir werden sicher keine Industriestadt mehr werden, da muss man sich, denke ich, nichts vormachen. Und deswegen finde ich, sollten wir auf Kultur und Bildung setzen. Unsere Stadt hat sich auch sehr verändert in den letzten Jahren. Also im Rahmen der Bundesgartenschau wurde ja auch viel verändert im Stadtbild. Wir haben die Berufsakademie, die SRH-Hochschule, eine vielfältige Museumslandschaft. Und ich finde halt, dass man da aus den Voraussetzungen auch eine Vision entwickeln muss, wohin die Reise mal gehen soll. Viele Menschen von auswärts, also das ist so eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, sind durchaus positiv überrascht von unserer Stadt. Das ist so ein bisschen auch die Kriegsgrämigkeit der Gerschen, die uns da im Wege steht. Also da gibt es leider doch eine ganze Menge Menschen, die eher eine negative Grundhaltung haben. Da möchte ich auf jeden Fall dran arbeiten. Mir liegt meine Stadt sehr am Herzen. Ich möchte vor allem auch mithelfen, die Bürger da an der Entwicklung mehr zu beteiligen. Und ich glaube, je mehr Beteiligung da ist, desto besser wird auch die Stimmung unter den Leuten. Und ich hoffe, dass ich da im Stadtrat, in meiner Fraktion, wenn ich denn gewählt werde, den einen oder anderen Impuls, den einen oder anderen Blickwinkel beitragen kann. Und ich finde auch, dass der Stadtrat insgesamt ein bisschen jünger werden sollte, dass er auch die Bevölkerung besser repräsentiert. Also um es kurz zu machen, ich möchte mitgestalten. Sie haben gesagt, mitgestalten, eine Vision entwickeln, wie es in der Zukunft weitergehen soll. Wie treffen Sie denn Entscheidungen, politisch oder auch im Alltag? Ja, also bei der Entscheidungsfindung gibt es, glaube ich, so zwei Ebenen. Das ist einmal die Rationale, also dass man Argumente abwägt, sich Informationen aus möglichst vielen verschiedenen Quellen auch sucht, da ein Ziel definiert und dann abwägt, wie kommt man da am besten hin. Und dann gibt es eben auch die emotionale Ebene, also dass man Entscheidungen aus dem Bauch heraus trifft, und das ist dann mehr so im privaten Bereich. In der Politik, denke ich, kommt beides zusammen. Also einmal muss man sachlich auch rangehen an die Sache und überzeugen und wirklich Argumente auch von erfahrenen Menschen, die vielleicht schon mehr Ahnung haben, mit sich anhören. Aber ich glaube, gegen das Bauchgefühl kommt man da auch nicht an. Also um von der Entscheidung richtig überzeugt zu sein, braucht man, glaube ich, beide Ebenen. Gut, einmal drücken bitte. Bauchgefühl haben Sie gesagt und auch die rationale Ebene. Wie gehen Sie denn mit politischen Gegnern um? Im Stadtrat ist man sich ja manchmal auch nicht so einig. Wie sieht es denn da aus? Ja, das kommt auf den politischen Gegner an. Also ich denke, dass man grundsätzlich mit allen demokratischen Parteien zumindest in gewissen Themenbereichen auch zusammenarbeiten kann und das auch tun sollte. Man muss da halt konstruktiv und offen miteinander umgehen. Das fehlt mir manchmal noch ein bisschen aktuell im Stadtrat. Ja, was ich allerdings gänzlich ablehne, ist eine Zusammenarbeit mit Nazis bzw. der NPD. Da geht es auch nicht darum, dass man irgendwie die Konfrontation, die Auseinandersetzung scheuen würde, sondern man muss ein weit sichtbares Zeichen setzen. Die NPD ist keine normale Partei und deren Argumente sind widerlegbar. Dazu reicht ein Gespräch über sie und nicht mit ihr. Einmal drücken noch bitte, dann geht's weiter. Sie haben gesagt, konstruktiv muss man sein. Klar, wie ist es denn mit Widerständen, die in dem Weg stehen? Wenn es wirklich Sie ein Ziel umsetzen wollen und dann kommt doch ein Widerstand, eine Konfrontation, wie gehen Sie damit um? Ja, da kann man eigentlich auch nur sehen, dass man sachlich bleibt und versucht zu überzeugen. Das ist oft schwierig. Meinungen, Ansätze, Herangehensweisen zu einem Thema, die können sehr unterschiedlich sein, und das unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer leicht. Das kenne ich auch zum Beispiel aus dem Aktionsbündnis Gera gegen Rechts. Ich finde mich da auch oft in einer Vermittlerrolle wieder.
Zum Beispiel war das auch bei den Protesten rund um die Flüchtlingsunterkunft in Greiz so. Also da habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir beim Widerstand gegen diese rassistischen Hetzer, die da aufgetreten sind, möglichst alle Gruppen mitnehmen, und zwar von der Kirche über die Parteien, die Bürger, verschiedene Initiativen bis hin auch zu linken Antifa-Gruppen. Das hat dort mit einigen Schwierigkeiten auch ganz gut geklappt. Das war zum Beispiel in Schneeberg anders, ist ja nun auch nicht so weit weg von uns. Da gab es teilweise drei Demonstrationen parallel. Also zum einen die Rassisten mit ihren Fackelmärschen, die Bürger, die sich engagiert haben, und auch linke Gruppen. Das waren dann drei strikt von der Polizei abgetrennte Geschichten. In Greiz hat es aber dann doch geklappt, dass alle, die sich gegen diese Nazis da engagiert haben, dann zusammengekommen sind. Das war nicht immer leicht, aber wir haben es hinbekommen und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Und also insgesamt kann man, glaube ich, sagen, ich bin gar nicht so sehr auf Konfrontation aus, sondern eher so auf Integration. Und wenn mal Differenzen nicht zu überwinden sind, muss man das auch aushalten. Aber es ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man dann, wenn es beim nächsten Thema wieder mit denselben Gesprächspartnern um eine neue Sache geht, dass man dann nicht reflexartig wieder in diese Konfrontationsrolle zurückverfällt, sondern dann jeweils wieder sachlich rangeht und versucht, das irgendwie zu lösen. Einmal drücken noch, bitte. Jetzt haben Sie die Flüchtlingsthematik schon angesprochen, Thema Integration. Nennen Sie uns doch bitte drei Ziele, die Ihnen sehr wichtig sind, die Ihnen am Herzen liegen, die Sie im Stadtrat dann auch verfolgen würden. Ja, drei politische Ziele. Also ich möchte auf jeden Fall mithelfen, dass sich unsere Stadt weiter öffnet für sub- und jugendkulturelle Projekte, dass die Stadt jungen Leuten mehr zutraut und diesen zur Seite statt im Weg steht, dass die Stadt bunter und offener wird und wir den Weg zu einer Kulturstadt auch weiter vorantreiben. Also da gehört für mich der Ausbau der Bildungsangebote genauso auch dazu. Die Berufsakademie, das Schulbauprogramm muss fortgesetzt werden und Fragen nach Wohn- und Freizeitmöglichkeiten auch für Schüler und Studenten von außerhalb, gerade im Innenstadtbereich, möchte ich da thematisieren. Ja, bei meiner Vergangenheit, bei meinen letzten Tätigkeiten ist natürlich klar, dass ich mich auch der Nazi-Problematik weiter widmen werde. Rechte Strukturen muss man zurückdrängen und auch den Alltagsrassismus thematisieren. Und ich finde, da passiert von Seiten der Stadt leider noch ein bisschen zu wenig. Und um dem rechten Gedankengut so ein bisschen den Nährboden zu entziehen, ist ein offenes und vielfältiges Kulturangebot gerade für Jugendliche eben auch wichtig, was zum Mitmachen animiert, junge Menschen einbindet, Bezugspunkte bietet. Und damit wäre ich ja ein bisschen auch wieder bei dem ersten Ziel. Also das geht durchaus zusammen. Ja, und außen möchte ich halt auch für mehr Bürgerbeteiligung werben. Das heißt zum Beispiel den Bürgerhaushalt fortführen und ausbauen. Ein Jugendparlament soll auf die Beine gestellt werden. Das finde ich sehr gut, möchte ich auch unterstützen. Und ich möchte auch als Stadtrat, wenn ich denn gewählt wäre, ansprechbar sein für alle, die was tun wollen in der Stadt. Also Bürgerstiftungen, Fördervereine. Was aber da auch dazu gehört, das ist halt auch eine Frage der Demokratie, ist, dass ich mich auch gegen eine weitere Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge stellen werde. Alles, was privatisiert ist, entzieht sich letzten Endes dem der Einflussnahme durch den Stadtrat und damit auch durch die Bürger. Da denke ich jetzt an den Nahverkehr, der ja gerade auch in einer schweren Krise ist, an die Wasserversorgung, die Energieversorgung oder auch kommunales Wohnen. Das, denke ich, gehört in städtische Hand und ist auch ein Thema. Einmal noch bitte drücken. Das vergesse ich immer mit dem Drücken. Kein Problem. Es sind ja jetzt schon fast mehr als drei Ziele. Sie haben einiges genannt, Jugendparlament, Fördervereine, die Stadt offener, bunter zu gestalten. Wie gehen Sie an die Ziele ran? Wie setzen Sie die um? Ja, da muss man erstmal für seine grundsätzlichen Positionen werben, da Argumente erläutern und Verbündete finden. Das gilt für die Partei, für die Fraktionen, aber auch für die anderen Fraktionen und natürlich vor allem für die Menschen in unserer Stadt. Und da muss man halt die grundsätzlichen Ziele halt auch irgendwo auf konkrete Projekte erstmal runterbrechen, also auch auf Anträge im Stadtrat. Ganz wichtig ist, wie gesagt, die Bürger mitzunehmen. Da finde ich zum Beispiel das Dr. Vornehmen in Sachen Kunsthaus. Das Projekt ist ja schließlich gestorben. Er hat es versäumt, die Menschen da einzubinden und mitzunehmen, obwohl es wahrscheinlich doch eine gute Sache für unsere Stadt hätte werden können. Jetzt gibt es das Wismut-Kunstprojekt Sonnensucher. Das kommt bei vielen Menschen sehr gut an. Da sieht man, wie das funktionieren kann mit den Bürgern zusammen. Und so ein Potenzial sehe ich zum Beispiel auch bei der Frage, wie es mit dem Kultur- und Kongresszentrum weitergeht. Also da darf auch nicht einfach eine Lösung durch die Stadt oder den Stadtrat den Bürgern so hingeworfen werden, sondern am besten ist es, wenn das wirklich von den Leuten selbst kommt. Zum Drücken. Gab es Momente, Erlebnisse in Ihrem Leben, die Sie nachhaltig geprägt haben, Sie vielleicht auch heute noch begleiten? Ja, da möchte ich einfach mal darauf hinweisen, ich habe eine Zeit lang in Jena gelebt und bin dann 2009 wieder nach Gera gezogen. Und da war halt ein einschneidendes Ereignis, das Rock für Deutschland 2009, wo fast 4000 Neonazis auf der Spielwiese zusammengekommen sind. Also da wohnte ich erst ein paar Wochen wieder hier. Ich wohne in Debschwitz, also das passierte direkt vor meiner Haustür. Ich fand das sehr erschreckend und das war für mich auch so ein bisschen der Startpunkt, mich politisch zu engagieren. Also so bin ich dann auch, war auch vorher schon politisch interessiert, aber dadurch speziell bin ich dann auch zum Aktionsbündnis Gera gegen Rechts gekommen, was sich 2010 ja auch als Reaktion auf dieses unsägliche Festival gegründet hat.
einmal drücken, bitte. Dann kommen wir in ein bisschen persönlichere Ebene. Was bereitet Ihnen Freude? Ja, also ich bin gern im Nachtleben unterwegs. Ich mag es sehr, für ein paar Stunden den Alltag da mal komplett auszublenden. Ich mag elektronische Musik, die brauche ich da auch zum Abschalten. Bin auch gern mal im Hofwiesenpark oder im Sommer am See, in einer Bar, im Biergarten mit ein paar Leuten. Ja, ich mag gutes Essen, schaue gern mal einen Film. Auch gern mal speziellere Sachen, so ein bisschen weg vom Mainstream. Da würde ich mir zum Beispiel auch für Gera so ein kleines Szene-Kino, wie es in Jena im Schillerhof gibt, sowas würde ich mir auch für Gera wünschen, das wäre sehr schön. Ja, ansonsten verbringe ich viel Zeit mit meiner Liebsten. Auch die ganzen Aktivitäten macht man natürlich selten allein. Ne? Und was noch ganz wichtig ist, also ich bin DJ, mache das auch mit Leidenschaft, lege House und Deep House auf, bin da auch schon viel unterwegs gewesen, habe ein paar Veranstaltungen selber organisiert, das macht mir sehr viel Spaß. Habe fast 200 Gigs schon gespielt und war da auch in Berlin, in Leipzig, Dresden, Erfurt, Magdeburg. Also was ich da sehr mag, also an guten Abend, wenn es wirklich richtig gut läuft, entwickelt sich da so eine Dynamik zwischen dem DJ und den Leuten. Es entsteht so eine Euphorie, das schaukelt sich so hoch und für ein paar Stunden vergessen auch alle Menschen, die da wirklich sich drauf einlassen, das Ganze drumherum, den ganzen Alltagsstress, und für ein paar Stunden sind da alle gleich und erleben so eine Euphorie. Also es gibt kaum was Schöneres für mich. Genau, dann das Gegenteil, was ärgert Sie? Vielleicht der Alltagsstress? Der Alltagsstress, also ich ärgere mich eigentlich oft immer noch über Menschen, die erstmal nur meckern, die so eine negative Grundhaltung haben. Da gibt es leider in unserer Stadt eine ganze Menge, die erstmal schimpfen, anstatt sich einzubringen. Und da würde ich dann doch sagen, weniger reden, mehr machen. Das ist auch so ein bisschen mein Motto. Was mich auch besonders aufregt, ist Rassismus. Das ist eben auch in Greiz mit der Flüchtlingsunterkunft. Da schaudert es einen, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter, also mir. Und da versuche ich auch aus dem Ärger was Positives zu machen, bringe mich da aktiv mit ein und versuche da auch mich dagegen zu stellen. Was mich im Sommer immer wieder ärgert, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass es in Gera leider immer noch kein Freibad in der Innenstadt, also in der Stadt direkt gibt. Ich hoffe, da können wir vielleicht auch in den nächsten Jahren noch was dran machen. Welche Stärken, welche Schwächen würden Menschen, die Ihnen nahestehen, bescheinigen? Ja, da habe ich meine Freundin mal gefragt und sie meinte, ich wäre zielstrebig und sehr empathisch. Und was so ein bisschen eine Schwäche ist, das ergibt sich auch aus der Empathie, dass ich mir manchmal ein bisschen zu viel auflade. Aber ich glaube, da sollte sich auch jeder selbst ein Bild machen. Dann noch einen Blick auf die Zeit. Wir haben jetzt noch knapp 6 Minuten, 10 Fragen haben wir noch vor uns. Wir müssen also ein bisschen sputen. Mhm. Was ist Ihnen besonders gut in Ihrem Leben gelungen? Ja, ich denke, ich bin mir treu geblieben und halte mich für einen ganz guten Menschen. Das versuche ich zumindest. Und ja, es gibt verschiedene Phasen, Projekte, ein Auf und Ab. Es klappt nicht immer alles, aber ich glaube, das ist auch nicht weiter schlimm, sondern man lernt ja auch dabei und der Weg ist dann auch so ein bisschen das Ziel. Welche Rolle hat Familie für Sie? Ja, Familie und Freunde spielen eine wichtige Rolle für mich. Sie können Rückhalt bieten, sie sagen mir hoffentlich auch, wenn ich mal eine Sache nicht so gut mache, und begleiten einen kritisch auf dem Weg, den man geht. Da sind auch viele Menschen in meinem Umfeld, die sind eher unpolitisch und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man da mal ein bisschen sich mit anderen Dingen beschäftigt, nicht so sehr im politischen Geschehen versandet, sondern da auch normale Bezugspunkte und deren Perspektive ein bisschen kennenlernt und mitnimmt. Einmal bitte drücken. Sie haben gesagt Rückhalt. Welche Werte sind Ihnen noch persönlich wichtig? Ja, also ich würde sagen Toleranz, Offenheit, Ehrlichkeit und Solidarität mit den Leuten, die es nicht so gut getroffen haben. Gut, kurz und knackig. Wenn Sie in einer Sache nicht weiter wissen, nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, wenden Sie sich an Ihre Familie oder machen Sie das erst mit sich aus im stillen Kämmerlein? Wie verhalten Sie sich? Ja, das kommt ein bisschen auf die Frage an. Also wenn ich irgendwo nicht weiter weiß, dann ist erstmal, also wenn es da irgendwo Wissenslücken gibt, muss man natürlich schauen, dass man die gefüllt bekommt, dass man recherchiert, mal was nachliest, auch mit erfahrenen Leuten oder auch mit Leuten aus dem Umfeld mal drüber spricht und da einfach versucht, sich kundig zu machen und da auch eine Lösung irgendwie zu finden. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, dass man nur zu Themen auch was sagt, wo man auch wirklich ein bisschen Hintergrundwissen mitbringt. Sie haben Sie vorhin schon gesagt, es ist wichtig für Sie auch, dass man politisch nicht so versumpft, dass man vielleicht auch Freunde außerhalb der Politik hat. Was muss denn ein Freund mitbringen, damit er für Sie zum Freund wird? Damit er zum Freund wird? Also ich habe ja zum Glück schon ein paar. Ich hoffe, die bleiben so, wie sie sind, bleiben mir noch erhalten und gehen weiter ehrlich mit mir um. Und dann denke ich, passt das soweit. So, jetzt haben wir noch 5 Minuten, 5 Fragen noch vor uns, also ganz gut aufgeholt. Welche Werte sollten denn die Arbeit im Stadtrat bestimmen? Wenden wir uns mal wieder der politischen Ebene zu. Ja, ganz wichtig ist für mich Nachhaltigkeit, so als Wert an sich. Ich finde, oft wird nicht langfristig genug gedacht. Ich habe da wirklich Bedenken, ob es der Zukunft unserer Stadt nicht am Ende schadet, wenn viele Ideen erstmal so mit der Haushaltskeule weggeschwungen werden.
anstatt sich zu schauen, ob es eine Investition vielleicht auch langfristig sich vielfach rentiert. Also ein so ein Thema ist zum Beispiel die Stadtbahnlinie nach Langenberg. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Sichtweisen, aber ich denke auch, dass so ein Projekt langfristig ökologisch, auch ökonomisch sich dann doch auszahlt. Ne? Ansonsten wäre im Stadtrat auch wichtig, Sachlichkeit und Toleranz zu zeigen, auch gegenüber abweichenden Meinungen. Manchmal wird es ein bisschen unsachlich, da gibt es dann auch persönliche Spitzfindigkeiten, das finde ich nicht so gut, das dient der Sache nicht. Und ich finde schon, da sollte man sich mit auseinandersetzen, mit Unterschieden, die tolerieren und akzeptieren und auf keinen Fall aufgrund von Partei- oder Fraktionszugehörigkeit da in so eine verbale Konfrontation gehen, die nicht weiterhilft. Wir haben es vorhin schon ein bisschen gehört, trotzdem nochmal die Frage, wenn Sie sich mit drei Adjektiven beschreiben müssten, welche wären das? Ja, ich hoffe, ich bin offen, tolerant und auch ein bisschen kompetent. Also das ist zumindest so das Idealbild, was ich irgendwie gern erreichen würde. Ob das jetzt immer zu 100% zutrifft, das müssen andere Menschen beurteilen. Aber es wäre schön, wenn die Menschen mich mit den drei Adjektiven auch verbinden würden. Wovon träumen Sie? Haben Sie einen Lebenstraum, den Sie vielleicht umsetzen wollen? Ja, also so ein richtig großes Ziel, so ein materielles Ding oder so habe ich jetzt nicht. Ich hoffe einfach, dass ich irgendwann zufrieden zurückblicken kann und sagen kann, dass ich ein bisschen was geschaffen und erreicht habe. Und wie gesagt, geht da nicht so um materielle Dinge, sondern eher darum, was zu bewirken, was anzuschieben, was dann auch anderen Menschen irgendwie was bringt. Ansonsten möchte ich noch ein bisschen was erleben, ein bisschen rumkommen in der Welt, viel sehen und auch als DJ noch ein paar schöne Gigs spielen. Dann bin ich eigentlich zufrieden. Einmal drücken bitte noch. Also wir haben noch gut Zeit. Zwei Fragen haben wir noch vor uns. Gibt es denn ein Lebensthema, trotzdem, das sich so durch Ihr Leben zieht, vielleicht Sie auch in Zukunft noch begleiten wird? Ja, Lebensthema, es ist ein bisschen, eigentlich ist es fast ein bisschen dieselbe Frage wie die Frage vorher. Also wie gesagt, ich möchte halt noch ein bisschen was erleben und als DJ auch weiter tätig sein, ein bisschen was bewegen. Deswegen bin ich ja auch in der Politik aktiv. So ein richtiges Grundthema, was sich komplett durchzieht. Ich glaube, das gibt es nicht so richtig. Einmal noch bitte drücken und natürlich die letzte und wichtigste Frage. Warum sollten wir Sie am 25. Mai wählen? Ja, also ich finde es nicht so gut, dass im Stadtrat größtenteils ältere Semester vertreten sind. Ich denke, da gehören mehr jüngere Leute rein, auch um die Breite der Bevölkerung besser darzustellen, besser abzubilden. Mir liegt meine Heimatstadt sehr am Herzen. Ich will was bewegen und ich glaube, dass ich mit meinen Erfahrungen, meinen bisherigen Tätigkeiten da durchaus auch eine ganze Menge beitragen kann. Ich möchte für eine soziale, für eine lebens- und liebenswerte Stadt Gera kämpfen und daher würde ich Sie um Ihre Stimme für mich und die Partei Die Linke bitten. Dankeschön. Gut, das ist doch ein abschließendes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Bullmann. Ich denke, wir haben einiges über seine Ansichten und Absichten erfahren. Das war es damit auch schon von dieser Ausgabe. Um die anderen Kandidaten kümmern wir uns natürlich auch beim nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Sie haben es gerade gehört, die Stadtratswahlen stehen wieder an. Schon im Mai werden in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Die jeweiligen Parteien haben teilweise bis zu 25 Personen auf ihre Listen. Viele Kandidaten nehmen wir deshalb in unseren Gesprächen bei Ansichten und Absichten genauer unter die Lupe. Ja, und Wahltag ist der 25. Mai dieses Jahres. Dann werden nicht nur die Stadtratsmitglieder für Gera, die Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilräte gewählt, sondern auch die Parteimitglieder im Europaparlament. Politik geht jeden Einzelnen an und nur wenn die Mehrheit wählen geht, können die Wahlergebnisse diese Mehrheit auch repräsentieren. Deshalb beteiligen Sie sich und gehen Sie wählen. Die Videos mit den einzelnen Gesprächen der Kandidaten können Sie natürlich auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals finden und zwar unter www.tlm-okgera.de/mediathek.html. Dort werden Sie nach dem Wahltag am 25. Mai auch die Sonderwahlsendung des offenen Kanals einsehen können. Der offene Kanal hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die Sie über Neuheiten in Ihrem Bürgerfernsehen informiert. Also schauen Sie doch mal vorbei.
Herzlich willkommen bei Ansichten und Absichten. Mein Studiogast heute ist der SPD-Kandidat Dietmar Röschke. Er ist 46 Jahre alt, hat 4 Kinder und arbeitet bei der Thüringer Landesfinanzdirektion. Darüber hinaus ist er Mitglied im Sportfischerverein Thüringia und seit 1984 Mitglied bei der Gewerkschaft Verdi. Guten Tag, Herr Röschke. Guten Tag, Frau Frank. Bevor wir anfangen, erkläre ich auch Ihnen noch mal kurz das Prinzip der Sendung. Wir haben neben uns diese Schachuhr stehen. Wenn ich Ihnen eine Frage stelle, drücke ich auf den Knopf auf meiner Seite, der aktiviert Ihre Redezeit, Ihre 15 Minuten. Und wenn Sie fertig sind mit der Beantwortung der Frage, drücken Sie Ihrerseits auf den Knopf und die Zeit wird gestoppt. Dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage. Was motiviert Sie denn überhaupt, sich politisch im Stadtrat engagieren zu wollen? Die Zukunft von Gera zu gestalten. Man hört zurzeit zu viel Negatives von Gera. Einen Augenblick, muss ich kurz unterbrechen, die Uhr. Jetzt läuft sie weiter. Bitteschön. Die Zukunft von Gera zu gestalten. Man hört zurzeit zu viel Negatives von Gera. Man hört immer nur, wir haben in der Vergangenheit Fehler gemacht, deswegen müssen wir das KUK schließen bzw. verkaufen. Man hört, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, wir müssen die Preise für die Museum erhöhen. Man hört, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, wir müssen die Steuern erhöhen. Man hört, wir haben Vergangenheit in der Fehler gemacht. Und Fehler in der Vergangenheit, gemacht. Und wir müssen das Personal kürzen oder beim Personal einsparen. Man hört nie irgendwas Positives über die Zukunft zu gestalten. Und das motiviert mich, diesen Trend, den wir haben, diesen Negativtrend zu stoppen und die Zukunft für Gera zu gestalten. Mhm. Sie haben gesagt, Sie wollen den Negativtrend stoppen. Wie treffen Sie denn Entscheidungen? Das kann politisch sein, aber auch privat. Entscheidungen werden, wenn sie beispielsweise privat sind, wenn es um Urlaub geht, selbstverständlich lange geplant und überlegt. Aber oftmals muss man heute auch in der Politik Entscheidungen, man muss sie spontan treffen, man muss sie der jeweiligen Gegebenheiten anpassen. Jetzt ist es ja so, im Stadtrat sitzen vielleicht auch Menschen, mit deren Meinung Sie nicht übereinstimmen, vielleicht auch Parteien. Wie gehen Sie denn mit politischen Gegnern um? Mit politischen Gegnern wird hart, aber herzlich umgegangen. Okay, das ist eine klare Ansage. Wie würden Sie Ihr Verhalten in Konfrontation mit Widerständen beschreiben? Wie gehen Sie da vor? Da geht es mir so wie vielen Menschen im ersten Moment, wenn Widerstand kommt, den nimmt man persönlich. Aber dann muss man versuchen zu überlegen, warum ist dieser Widerstand. Und ich versuche mich dann in die Lage des anderen hineinzuversetzen, zu analysieren und dann gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Wenn Sie in den Stadtrat gewählt würden, gibt es da 3 politische Ziele, die Ihnen besonders am Herzen liegen? Wenn ja, welche sind das? Der Hauptschwerpunkt bei mir ist die Schulpolitik, die Wirtschaftsförderung und Tourismus, Gera als Reiseziel. Das heißt, kurze Nachfrage, Schulpolitik, die Förderung von Schulen in Gera? Das Schulbauprogramm von Gera, die Schulentwicklung, wie sich das dargestellt wird, wo sind die einzelnen Standorte. Genau. Wir haben jetzt 3 Ziele von Ihnen gehört. Wie würden Sie denn an die konkrete Umsetzung herangehen, wenn Sie im Stadtrat wären? Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick, welche Mittel und Möglichkeiten die Stadt Gera bietet. Dann muss ich schauen, welche Möglichkeiten gibt es von Land, welche Möglichkeiten werden vom Bund geboten und welche Möglichkeiten gibt es aus dem Programm der EU. Und dann, wenn ich mir diesen Rahmen abgesteckt habe, dann kann man sehen, sind diese Ziele umsetzbar, in welchen Rahmen, wie setze ich die Prioritäten. Und ich muss auch ehrlich sein, dass manche Ziele aufgrund der fehlenden Mittel zurzeit nicht umgesetzt werden können. Gibt es entscheidende Momente oder Begebenheiten in Ihrem Leben, die Sie vielleicht zu dem Menschen gemacht haben, der Sie heute sind, der Sie vielleicht auch motivieren, jetzt sich politisch zu betätigen? Entscheidende Momente. Also ein entscheidender Moment in meinem Leben war, wenn man so ein bisschen was aus dem Privaten schauen kann, das war die Erkrankung oder ist die Erkrankung meiner Mutter an Alzheimer. Man sieht dann viele Dinge anders und man weiß, dass das höchste Gut eigentlich die Gesundheit ist des Menschen. Und man lernt auch gewisse Berufe, die man vorher nicht so betrachtet hat, zu schätzen, beispielsweise wie den Pflegeberuf. Und es gibt dann auch einen anderen Stellenwert, den man vor Politik und Arbeit eingestellt, das ist der Stellenwert die Liebe. Ich sehe das an meinem Vater, der die Mutter jetzt seit 6 Jahren pflegt. Und wenn man sieht, wie aufopferungsvoll er das macht, dass er seit 6 Jahren dort hochgeht und immer wieder hochgeht und alles macht, sie mit dem Rollstuhl rausfährt das und hat seit 6 Jahren, sage ich mal, auf Urlaub verzichtet, dann sieht man eigentlich, welchen Stellenwert die wahre Liebe im Leben hat oder haben sollte. Bewundernswerte Einstellung, gerade auch, weil Sie so einen Hintergrund haben. Jetzt gehen wir mal zu etwas Positiverem über. Was bereitet Ihnen Freude? Haben Sie ein Hobby? Unternehmen Sie etwas mit Ihrer Familie? Also mein großes Hobby ist das Angeln, was leider zu kurz kommt. Und ich spiele sehr gern mit meinen Kindern, auch mit anderen Kindern.
Und was ich sehr gerne mache, mit den Kindern Streiche aushecken. Streiche, das klingt ja interessant. Worüber ärgern Sie sich? Das Gegenteil, vielleicht wenn man einen Fisch nicht anbeißt? Also ich ärgere mich über notorische Linksfahrer auf der Autobahn. Okay, darüber kann man sich auch ärgern. Also, welche Stärken, welche Schwächen würde Ihnen vielleicht Ihre Partnerin bescheinigen oder Menschen, die Ihnen nahestehen? Kreativität und Entscheidungsfreude. Und die Schwächen, die bei mir sind, die höre ich öfters von Freunden. Und das sind meine vier Kinder. Das ist die Christine, der Marc, Lorena und der Max. Schwäche in dem Sinne? Ja, das ist, wenn man manche Planung so im Leben macht und die Kinder kommen an und wollen was anderes, dann bin ich eigentlich derjenige, der bei den Kindern meistens nachgibt, weil Kinder sind eigentlich das höchste Gut, was wir haben und was wir eigentlich immer pflegen und erhalten sollten und mit viel Liebe erziehen. Das könnte man ja auch als Stärke auslegen. Was ist Ihnen besonders gut in Ihrem Leben gelungen? Gibt es etwas, worauf Sie stolz sind, dass Sie das erreicht haben? Ja, da bin ich sehr stolz und zwar 4 Kinder unter einen Hut zu kriegen, gerade wenn sie aus zwei unterschiedlichen Partnern sind. Das ist der Zusammenhalt der Kinder, dass sie richtig zusammenhalten und sie halten auch zusammen gegenüber ihren Eltern. Und das finde ich richtig gut. Das ist auch eine ungewöhnliche Einstellung für Eltern, aber gut. Das haben wir jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, aber welche Rolle hat Familie für Sie allgemein? Ist das Ihre Stütze, Ihr Lebensmittelpunkt auch? Also Freunde und Familie stehen bei mir an erster Stelle und man sagt, oder ich sage mir, man fragt nicht, sondern man hilft, ohne nachzufragen. Kurzer Hinweis auf die Zeit, wir haben jetzt 5 Minuten geschafft, 8 Fragen haben wir noch vor uns, wir haben also reichlich Zeit. Sie können sich ruhig etwas Zeit lassen mit der Antwort. Welche Werte sind Ihnen persönlich besonders wichtig im Leben? Nach welchen Werten möchten Sie leben oder leben Sie vielleicht auch schon? Also wichtig, die Werte sind mir Familie, Freunde, Gesundheit und die Gelassenheit, manche Dinge zu nehmen, so wie sie sind. Und das fällt manchmal, im Leben fällt das sehr schwer, dass man gewisse Dinge akzeptiert, so wie sie sind. Und da ist bei mir manchmal so das Problem, dass man manchmal doch dran arbeiten muss, weil manches kann man einfach nicht so akzeptieren. Apropos Akzeptanz, wenn Sie eine Sache nicht akzeptieren können, nicht weiter wissen, wie Sie sich verhalten sollen, machen Sie das dann mit sich selbst aus in erster Linie oder wenden Sie sich an die Familie, an die Freunde? Wie gehen Sie da vor? Ja, wenn ich was nicht akzeptieren kann, dann versuche ich in erster Linie bei mir erstmal den Fehler zu finden, weil der Gegenüber hat sich was dabei gedacht. Ich versuche das, es klingt zwar jetzt so ein bisschen was hochtrabend, zu analysieren und ich versuche mich auch in die Lage des anderen zu versetzen, was ihn dazu geführt hat. Und meistens gelingt es mir, zwar nicht immer, aber dann gemeinsam einen Lösungsweg zu finden. Und in manchen Fällen, das habe ich gelernt, dass man dann 2 Schritte zurückgehen muss und muss den anderen mal recht geben, auch in seiner Meinung. Und man lernt dann dabei oder man muss lernen einzustecken. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst würde vieles nicht funktionieren, wenn der Gegenüber nicht mal seine Fehler eingesteht. Gell? Und das ist schwer, fällt einem schwer, mir besonders. Aber es muss gehen und das führt manchmal mehr zum Erfolg, als wenn man auf starrer Meinung beharrt. Sie können ruhig drücken, wenn Sie möchten. Wenn Sie jemanden als Freund bezeichnen, was muss der dann mitbringen an Eigenschaften, dass er für Sie auch ein Freund ist? Was erwarten Sie von Ihren Freunden? Von meinen Freunden verlange ich in erster Linie Ehrlichkeit und Offenheit, dass sie mir auch Dinge ins Gesicht sagen, die sonst keiner macht, weil sonst wären es keine Freunde. Und man muss sich auf die Freunde verlassen können. Also man muss auch nachts mal um 2 anrufen können und sagt, du, ich habe heute hier ein Problem, kannst du mir mal helfen, können wir irgendwo hingehen? Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich schränkt das natürlich den Freundeskreis ein. Man hat dann, sage ich mal so, wahre Freunde sind meistens nur 2, 3 oder 4. Aber die eigentlichen Freunde findet man doch meistens immer in der Familie. Den Rückhalt, sage ich mal, gerade bei der Lebensgefährtin oder bei den Kindern, die ihn manchmal unterstützen. Jetzt gehen wir noch mal auf die politische Ebene. Welche Werte sollten denn die Arbeit im Stadtrat bestimmen? Also für mich gibt es eigentlich nur einen Wert, der im Stadtrat die Arbeit bestimmt und das ist die soziale Verantwortung. Man hat eine soziale Verantwortung zum einen gegenüber den Bürgern der Stadt und vor allen Dingen auch den Beschäftigten in der Stadt. Gell? Und das ist ein ganz, ganz hohes Gut und das sollte eigentlich bei jedem Stadtrat an erster Stelle stehen. Man muss manchmal bedenken, die Beschlüsse, die man fasst, was man damit eigentlich anrichtet. Oftmals habe ich den Eindruck, dass viele nicht drüber nachdenken. Und die soziale Verantwortung, die muss bei jedem Stadtrat an erster Stelle stehen.
Wenn Sie sich mit drei Adjektiven beschreiben müssten, welche wären das? Drei Adjektive: lebendig, glücklich und echt, weil sonst wäre ich nicht hier. Natürlich. Gibt es einen Lebenstraum, den Sie noch verfolgen möchten, etwas, wovon Sie noch träumen können? Oh ja, also ich träume, dass ich irgendwo ein Grundstück am Wasser habe, wo ich mit meiner Familie, mit den Kindern baden, spielen kann, selbstverständlich angeln und wo die Freunde vorbeikommen, wo man sich einfach mal trifft, wo man einfach ganz einfach mal abschalten kann vom Alltag und vor allen Dingen grillen, dass man mal irgend sowas macht, was einen so Freude macht, und das ist so ein Lebenstraum, den ich mir vielleicht noch verwirklichen kann. Noch ein kurzer Hinweis zur Zeit. Wir haben jetzt noch zwei Fragen vor uns. Wir haben ja noch gut 8 Minuten Zeit. Also Sie haben wirklich alle Zeit der Welt, um die nächsten zwei Fragen zu beantworten. Gibt es ein Lebensthema, das sich durch Ihr Leben zieht? Vielleicht auch ein Motto, nach dem Sie leben? Etwas, das Sie ja Ihr ganzes Leben lang vielleicht verfolgt oder begleitet? Ja, es gibt ein Lebensthema, was mich die ganze Zeit verfolgt, und das ist, das spielt sich so wie immer bei mir um die Kinder. Für mich ist es sehr wichtig, dass die Kinder gesund sind, dass die Kinder Arbeit finden und vor allen Dingen, dass sie Arbeit finden hier in dieser Stadt und hier ihren Lebensmittelpunkt haben in Gera. Ich sehe das jetzt bei meiner großen Tochter, die in Magdeburg oben studiert. Väter haben die Eigenart, die können schlecht loslassen bei Töchtern. Und es bereitet einen manchmal schon schlaflose Nächte, diese weite Entfernung. Man kann nicht so einfach spontan mal hinfahren und helfen und so. Und das ist so ein Lebensziel, dass die Kinder alle hier sind. Ja? Es geht sicherlich vielen in der Stadt so. Und wenn sie mal durch die Stadt gehen und sie sind beim Bäcker oder sie sind beim Fleischer und kommen mit ihren kleinen Kindern, dann stehen viele so in meinem Alter und älter, die den Kindern über den Kopf streichen und sagen, ach, ich habe auch Kinder, aber die arbeiten überall woanders. Und das ist manchmal traurig. Gell? Und ein klein wenig Angst spielt da auch mit einer Rolle, dass es mir später mal genauso geht, dass ich hier alleine in der Stadt bin und meine Kinder sind irgendwo anders, gell? Und man kann nicht mal die Enkel irgendwie auf den Schoß nehmen. Gell? Das ist traurig, und das ist so ein bisschen was ein Lebensziel, weil das, was für mich gilt, für meine Familie, gilt auch für die anderen in der Stadt. Gell? Weil alleine kann man das nicht erreichen. Da müssen alle mit, sag ich mal, in diesen Strick ziehen. Und wenn wir das hinkriegen, dann gibt es nicht nur mich als glücklichen Menschen, sondern viele andere hier in der Stadt. Dann kommen wir zur letzten Frage für heute. Warum sollten wir Sie denn am 25. Mai wählen? Ja, das ist eine gute Frage. Damit wir gemeinsam neue Wege gehen können in dieser Stadt, damit wir diesen Trend, diesen Negativtrend stoppen können und dass wir gemeinsam diese Stadt Gera, fit für die Zukunft machen. Weil es nützt, sag ich mal, niemand ist geholfen, wenn wir immer noch das Negative anführen. Es gibt auch viele positive Dinge hier in dieser Stadt. Gell? Und wir müssen endlich damit aufhören, immer nur das Negative zu machen, sondern wir müssen auch nach vorne schauen. Wir müssen neue Wege begehen. Es gibt viele Wege, das würde jetzt unendlich jetzt ausführen, wenn man das sagen würde. Aber wir müssen bereit sein, auch in unseren Köpfen diese Wege zu gehen. Und man muss auch alte, eingefahrene Gleise verlassen und man muss neue Gleise bewegen. Ja, das lassen wir so stehen. Als Schlusswort, 5 Minuten hätten wir noch gehabt, aber ich denke, wir haben auch so einiges über Herrn Röschkes politische Ansichten, Absichten, wie auch über seinen Charakter erfahren. Die anderen Politiker nehmen wir uns in weiteren Gesprächen auch noch vor, natürlich. Und ich bedanke mich erstmal bei Herrn Röschke für das Gespräch. Und wir sehen uns dann in einer neuen Ausgabe von Ansichten und Absichten wieder. Machen Sie es gut, bis dahin. Sie haben es gerade gehört, die Stadtratswahlen stehen wieder an. Schon im Mai werden in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Die jeweiligen Parteien haben teilweise bis zu 25 Personen auf ihre Listen. Viele Kandidaten nehmen wir deshalb in unseren Gesprächen bei Ansichten und Absichten genauer unter die Lupe. Ja, und Wahltag ist der 25. Mai dieses Jahres. Dann werden nicht nur die Stadtratsmitglieder für Gera, die Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilräte gewählt, sondern auch die Parteimitglieder im Europaparlament. Politik geht jeden Einzelnen an, und nur wenn die Mehrheit wählen geht, können die Wahlergebnisse diese Mehrheit auch repräsentieren. Deshalb beteiligen Sie sich und gehen Sie wählen.
Die Videos mit den einzelnen Gesprächen der Kandidaten können Sie natürlich auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals finden, und zwar unter www.tlm-okgera.de/mediathek.html. Dort werden Sie nach dem Wahltag am 25. Mai auch die Sonderwahlsendung des offenen Kanals einsehen können. Der offene Kanal hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die Sie über Neuheiten in Ihrem Bürgerfernsehen informiert. Also schauen Sie doch mal vorbei. Herzlich willkommen bei Ansichten und Absichten. Bei mir heute als Gast im Studio ist Uwe Rüdiger von der Piratenpartei. Er ist 34 Jahre alt und arbeitet als Informatikkaufmann in einem Großhandelsunternehmen. 2012 war er schon einmal Vorsitzender der Piratenpartei des Kreisverbandes Gera. Dieses Jahr ist er das wieder. Guten Tag, Herr Rüdiger. Hallo. Bevor wir beginnen, erkläre ich Ihnen noch einmal das Prinzip der Sendung. Wir haben also die Schachuhr hier neben uns. Ich werde Ihnen eine Frage stellen, dann auf den Knopf hier drücken. Der aktiviert Ihre 15 Minuten Redezeit. Und sobald Sie Ihre Antwort abgeschlossen haben, drücken Sie dann Ihrerseits wieder auf den Knopf. Der stoppt dann wieder Ihre Zeit. Okay. Gut, dann fangen wir gleich an. Was motiviert Sie denn, sich im Stadtrat engagieren zu wollen? Um endlich auf lokaler Ebene mitbestimmen. Im Moment, okay, es funktioniert die Technik nicht, jetzt geht's weiter. Um endlich auf lokaler Ebene mitbestimmen zu können, weil wir finden, dass es endlich Zeit wird für neue Ideen im Stadtrat. Und wir versuchen einfach auch als Piraten überparteiliche Lösungen zu finden und möchten einfach uns da einfach endlich bei einbringen. Sie haben gesagt, Sie wollen sich überparteilich auch einsetzen, um Lösungen zu finden. Wie treffen Sie denn Entscheidungen, politisch oder auch im Alltag? Entscheidungen treffe ich generell mit dem Kopf und dem Verstand. Ich bin Programmierer und für mich gibt es einfach nur if-then-else, also dieser Lösungsansatz ist eigentlich das Beste, was man haben kann. Und bei Antworten, wo ich jetzt keine Antwort weiß, Fragen, wo ich keine Antwort weiß, da bilde ich mir erst meine Meinung, versuche mit vielen Leuten und Fachleuten darüber zu reden und dann gemeinsam zu einer Lösung zu finden. Einmal kurz die Nachfrage. Habe ich das falsch verstanden? If-then-else. Können Sie das nochmal einmal kurz ausführen vielleicht? Wenn, dann ansonsten. Das ist einfach dieses englische Konstrukt für eine Programmierschleife. Aha, alles klar. Gut, da wissen wir Bescheid. Wie würden Sie denn Ihren Umgang mit politischen Gegnern charakterisieren? Man ist sich ja doch nicht immer einig im Stadtrat, hat vielleicht unterschiedliche Ansätze, Meinungen. Wie gehen Sie damit um? Ja, politische Gegner ist eigentlich ein unschönes Wort. Für mich gibt es einfach, wir machen mit oder wir lassen es halt sein. Wir sind halt dagegen. Und dann ist halt einfach sachliche Überzeugungsarbeit notwendig. Und ich denke mal, die führt meistens zum Ziel. Überzeugungsarbeit, sachliche Ansätze haben Sie gesagt. Wie würden Sie denn generell trotzdem Ihren Umgang mit Widerständen beschreiben, wenn jetzt doch eine Situation unvorhergesehen kommt, die Ihnen im Weg steht? Was machen Sie? Widerstände sind eine feine Sache, die man mit Geduld und Tugend beherrschen muss. In gewisser Weise bin ich dann auch bissig und versuche dann gewisse Lösungswege einfach zu finden. Nicht zu erfinden, das ist ja Quatsch. Und ich belese mich halt und versuche einfach, mit Widerständen halt anzukämpfen und einfach zu sagen, okay, das ist der optimale Weg. Man kann auch von mir aus Kompromisslösung eingehen. Das soll ja auch Sinn und Zweck der Sache sein. Aber wichtig ist, dass halt einfach dann was Gutes dabei rauskommt. Das ist ein gutes Stichwort, was Gutes dabei rauskommt. Können Sie uns denn bitte drei politische Ziele nennen, die Sie im Stadtrat verfolgen würden, die Ihnen sehr am Herzen liegen? Okay, also generell für mich erstmal die IT, also die Informationstechnik im Rathaus mit freier, quelloffener Software, dass die umgekrempelt wird, erstmal ein wichtiges Ziel, erstmal ein Grundziel. Und dann denke ich mal auf lange Sicht gesehen, also Wirtschaftsangelegenheiten, die Infrastrukturpolitik, da bin ich eigentlich ziemlich gut drin. Und vor allem für die Kinder- und Jugendsozialarbeit werde ich mich dann auch definitiv auch dann dafür einbringen. Wir haben jetzt noch knapp 2 Minuten, haben wir gerade rum. 3 Minuten, wenn ich richtig schaue. Wir haben also noch sehr viel Zeit. Okay, gut. Jetzt haben Sie gesagt, Infrastruktur, vielleicht auch Kinder-Jugendarbeit, auch natürlich internetmäßig Computertechnik wollen Sie voranbringen. Wie setzen Sie diese Ziele konkret um? Was wären Ihre Ansätze? Also generell. Heute scheint die Technik. Ja, das wird schon. Ein bisschen zu spinnen, jetzt geht's weiter. Okay. Generell erstmal mit dem logischen Menschenverstand, weil. Man muss erstmal versuchen, gewisse Regeln und Umstände zu beherrschen, dann daraus den idealen Weg zu finden. Und ich denke mal, wenn man um diese Konstruktion dann die richtige Hülle baut,
kann man das ganze Gesamtkonzept dann halt darauf einfließen lassen. Das ist einfach so die grundlegende Ansatz, den man dahinter sehen kann, so sollte. Gab es denn einen Moment, eine Begebenheit in Ihrem Leben, die Sie besonders geprägt hat, vielleicht auch noch heute Ihr Leben bestimmt? Das kann ich jetzt ein Stück länger dauern. Also darüber könnte ich jetzt ein Buch schreiben. Seitdem ich jetzt Kinder habe, prägen mich vor allem immer wieder unschöne Sparentscheidungen, die getroffen werden, prägen mein Leben. Wenn woanders im Bankensektor jetzt irgendwo Unsummen an Geld ausgegeben werden, aber es immer wieder heißt, beim Nachwuchs wird gespart. Zum Beispiel, dass einfach mal so von jetzt auf nachher die Kindergartenhorde wegrationalisiert werden sollen, Kuh geschlossen wird, gegen so eine Dinge, also das ist echt eine Sache, die bringe ich auf die Palme. Da lehne ich mich auch gerne dagegen auf, sage ich offen und ehrlich, und ich habe auch kein Problem damit, sowas aktiv zu unterstützen, weil das ist ja Sinn und Zweck der Sache, dass man auch gegen gewisse Sachen auch einfach ankämpfen muss und sollte. Und man kann auch zumindest Kompromisse aushandeln, das ist ja jetzt kein Ding. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch den Einwohnerantrag für echte Bürgerbeteiligung bei der Haushaltssanierung gestartet, was ja eigentlich eine grundlegende Sache ist, die man auch irgendwo in Gera voranbringen will, voranbringen sollte. Ja, und ja, sonst noch, es gibt auch natürlich viele Momente in meinem persönlichen Umfeld, das kann ich später mal erzählen, das wird jetzt in den Rahmen springen. Mein Grund hier nur ist generell, dass ich ein überaus sozialer Mensch bin und ich versuche halt jedermann so gut zu helfen, wie ich kann. Und wie es halt nur so erdenklich möglich ist. Und die Leute, die mich kennen, die wissen genau, was ich meine. Und das habe ich von Grund auf von meiner Geburt her gelernt und habe es auch gelebt. Und die Hilfe anderen gegenüber hat mich einfach geprägt. Das ist einfach mein Grundtenor, der dahinter steht. Und das heißt, das besondere Erlebnis waren natürlich auch Ihre zwei Kinder, die Ihnen da auch politisch dann offenbar Anreize auch geben, um was die zu verändern. Das dann dazu gewirkt. Genau, gut. Also ich mehr eingesetzt habe die Sache, weil das war vor... Wenn man keine Kinder hatte, interessiert man halt sich nicht für die ganze Sache. Man muss halt dann einfach aktiv mit dabei sein und erlebt das dann auch an der eigenen Situation und das prägt schon. Dann bleiben wir doch bei Erfreulichem. Was bereitet Ihnen Freude? Hobbys, Familie? Was machen Sie? Mir bereitet generell mein Leben an sich einfach viel Freude. Ich bin ein total offener Mensch und dazu zählt halt nicht nur die Familie. Auch mein Beruf bereitet mir eigentlich ziemlich gut Freude und vor allem die Entdeckung der Welt. Und einfach täglich dazulernen, also auch zum Beispiel einfach mal fremde Kulturen kennenzulernen, zu sehen, wie leben diese, wie könnte man leben, was ist einfacher, was kann man besser handhaben. Einfach der easy way of life, das ist eigentlich das, was mir einfach Freude bereitet. Auch spontane Feiern, spontane Wegfahren, spontane Gelegenheiten, wo man einfach sich trifft und einfach untereinander ist oder einfach mit vielen Menschen zusammen ist, wo man halt einfach das ausleben kann, dass man halt einfach glücklich ist. Das ist das Wichtige. Das bereitet mir Freude generell. Dann einmal das Gegenteil, was ärgert Sie? Ja, das ist ganz einfach gesagt. Wenn immer permanent irgendjemand Nebenkriegsschauplätze aufmacht, patzige, sinnfreie Kommentare einfach irgendwo einem entgegenwirft oder einfach immer nur gegen eine Sache ist, egal ob das nun so ist oder nicht, auch wenn es eine gute Sache ist, wird immer erstmal wieder dagegen lamentiert. Ist halt leider so und das macht einen schon irgendwo fertig, also es nervt einen schon und vor allem falsche Freunde. Aber ich denke mal, da kann ich ganz gut unterscheiden zwischen falschen und guten Freunden. Das habe ich gelernt. Welche Stärken und welche Schwächen würden Ihnen den Menschen, die Ihnen nahestehen, bescheinigen? Das ist natürlich ein bisschen eine schwierige Frage, aber vielleicht haben Sie sich ja vorbereitet und Ihre Lieben wirklich gefragt. Also Stärken generell, ich bin kompromissbereit, definitiv. Ich bin redsam, ich habe vor allem eine soziale Einstellung. Ich bin lebensfroh, lustig. Ich bin in gewisser Art auch immer Vermittler. Ja gut, und Schwächen, die verrate ich nicht, weil es wäre sonst langweilig. Wer Schwächen von mir kennt, der wird diese kennen und wer sie noch kennenlernt, der wird sie halt auch sehen. Aber ich verrate nichts. Das macht den Reiz aus. Gut, Ihre Entscheidung natürlich, das Format ist ja auch dazu da. Sie können selbst entscheiden, wie viel Sie zu jeder Frage sagen. Jetzt nochmal ein Blick auf die Uhr. Wir haben ungefähr 10 bis 9 Minuten noch übrig. 10 Fragen haben wir noch vor uns. Wir liegen also sehr gut in der Zeit. Denn die nächste Frage, was ist Ihnen besonders gut in Ihrem Leben gelungen? Worauf sind Sie stolz? Naja, also fange ich gleich mal an. Also mindestens meine Kinder, die sind 2 Prachtexemplare. Meine mittlerweile seit Jahren erlangte Aufgeschlossenheit, das bereitet mir auch einfach Stolz und
generell so ein paar grundlegende Sachen im Familienberuf, was einfach klappt, was halt schön ist, was man halt sich einfach so erarbeitet hat. Ja, und die Knüpfung vor allem von langjährigen, echten Freundschaften, das ist einfach das, was einen einfach über die Jahre hinweg begleitet und aufbaut. Sie haben es schon angedeutet mit Ihren Kindern. Trotzdem, welche Rolle hat Familie für Sie? Also generell hat Familie bei mir eine extrem große Rolle, weil ohne diese wäre man so doch so ein Einsiedler. Also ich schätze diese Familie sehr und man hat Rückhalt und man baut sich darauf auch was auf. Man weiß halt auch genau, man ist irgendwo in guten Händen. Jetzt haben Sie gesagt Rückhalt. Welche anderen Werte sind Ihnen denn persönlich noch wichtig? Generell ist für mich generell wichtig Aufgeschlossenheit, sachlicher Umgang, Spontanität. Das sind einfach so Sachen, die mir generell am Herzen liegen. Einfach kurz und knapp gesagt. Genau. Wir drücken okay. Kurz und knapp, das geht auch. Wenn Sie in einer Situation nicht weiter wissen, nicht wissen, wie Sie sich verhalten sollen, machen Sie das mit sich selbst aus oder wenden Sie sich eben an Ihre Familie, an Ihre Freunde und suchen Rat? Erstmal gehe ich halt erstmal in mich und suche erstmal generell eine Lösung zu finden für das Problem. Ich belese mich, ist ja mittlerweile dank der vernetzten Welt kein Problem mehr, da auch einfach was zu finden. Und wenn ich halt irgendeine Idee habe, dann jucke ich mich halt an der Nase wie halt Vicky und dann entweder komme ich spontan halt bei was Gutes raus oder ich versuche halt einfach den Ding auf den Grund zu gehen, bis man halt irgendwo ein Ergebnis hat. Gut, manchmal kann man halt nicht sofort irgendwo was lösen, aber dann muss man halt einfach sehen, wie kann man das am besten jetzt regeln. Es bedingt halt die Situation heraus. Und muss halt auch mal ehrlich sein, wenn man halt irgendwas jetzt nicht von jetzt auf nachher schafft. Okay, dauert jetzt noch ein Stück, aber wir sind jetzt dran. Wir fragen nach und dann ist das Ding hoffentlich dann irgendwann gelöst oder es ist halt einfach ein unlösbares Problem. Gibt's ja manchmal auch. Muss man auch ehrlich sein. Wir drücken ja auch sehr kreativ wie Vicky, das haben wir auch noch nicht gehört. Was erwarten Sie denn von Freunden? Was muss ein Freund mitbringen, damit er Ihr Freund wird? Ja, mitbringen, dass er mein Freund wird, muss er nichts. Also es muss einfach ehrlich sein. Muss er mich halt so nehmen, wie ich halt bin. Ich bin halt, wie gesagt, ein sehr offener Mensch. Und ist manchmal auch nicht einfach, das zu verstehen, aber man lernt mich kennen und man weiß das dann halt auch. Und ich versuche halt immer für viele da zu sein. Das ist halt wichtig und auch einfach mich für die Sache zu engagieren. Das ist halt einfach das, was ich erwarte, dass das halt akzeptiert wird. Und das sehe ich bei vielen, dass das auch sehr gut klappt und die akzeptieren mich auch so, wie ich bin. Da freue ich mich eigentlich immer drüber. So, noch mal einen Blick auf die Uhr. Wir haben jetzt ungefähr knapp 6-7 Minuten noch übrig. 5 Fragen haben wir noch. Sie können sich also Zeit lassen. Werden wir noch mal ein bisschen auf die politische Schiene zurück. Welche Werte sollten denn im Stadtrat bestimmt sein? Also generell Sachlichkeit. Sachlichkeit und vor allem strebsamer Willen, etwas erreichen zu wollen. Klar, das ist halt das Wort, was eigentlich am häufigsten fallen sollte oder fällt. Ich meine, es ist ja eigentlich im Endeffekt der Stadtrat, der muss über die politischen Sachen in Gera halt bestimmen. Und Mitarbeit muss auch untereinander da sein und nicht nur bei gewissen Sachen in der eigenen Partei. Es muss eine Geschlossenheit da sein. Und wir sollten auch einfach endlich anfangen, viel Abstimmung auch mit dem Engagement der Bürger halt mit zu untersetzen, weil nicht jeder ist belesen, nicht jeder weiß halt gewisse Sachen, aber es ist kein Problem, da einfach Leute dazu zu holen und einfach zu fragen. Die können diese ganze Sache begleiten, können ihre Informationen halt mit reinbringen. Und es sollten halt nicht immer nur die alle paar Jahre gewählten Vertreter der Stadt halt einfach irgendwas immer entscheiden. Es muss auch wirklich einfach mal mit eingebracht werden, dass auch einfach die Einwohner mit entscheiden können, auch bei aktuellen Sachen. Das ist eigentlich die Art und Weise, wie der Stadtrat eigentlich handeln sollte, nach dem Willen der Einwohner. Genau, einmal drücken. Wenn Sie sich selbst mit 3 Adjektiven beschreiben müssten, keine einfache Frage, aber welche wären die? Da habe ich jetzt lange nachgedacht. Ich bin 100 Wörter kann ich leider nicht aufzählen, aber ich sage einfach mal, ich bin bissig, definitiv. Ich bin wissbegierig und vor allem ideenreich. Gut. Kurz und knackig, das geht ja auch. Wovon träumen Sie? Haben Sie einen Lebenstraum, den Sie noch erreichen möchten? Ja, könnte ich jetzt auch wieder ein Buch drüber schreiben. Ich könnte jetzt sagen, eine Weltreise, aber dazu fehlt jetzt einfach die Zeit, weil es gibt einfach viele andere Sachen, die einfach viel wichtiger sind. Also wichtig ist für mich ein Lebenstraum, dass man einfach nicht mehr so oft gebraucht wird und einfach Sachen laufen. Zum Beispiel, dass jetzt auch einfach in der Stadt wieder miteinander ist und dass wieder viele sich auf Normalität besinnen und einfach die Dinge untereinander ordentlich besser geklärt werden und nicht einfach so hektisch und jetzt auf Nahrort. Und das ist einfach schlimm, wenn man einfach so
in einer Gesellschaft ist, die dann einfach sich bestimmen lässt. Wir haben jetzt noch gut 5 Minuten. 2 Fragen stehen noch vor uns. Wir haben also alle Zeit der Welt. Was möchten, nein, das hatten wir schon, die Frage trotzdem so ähnlich. Ja. Gibt es ein Thema, das sich durch Ihr Leben zieht, ein Lebensthema eben, das Sie vielleicht auch bestimmt, vielleicht auch in Zukunft? Also generell, ich will einfach die Welt positiv verändern. Das ist eigentlich das Lebensthema schlechthin, weil negative, die können andere haben. Also ich will einfach positiv verändern und dass man einfach ein geliebtes, friedliches Füreinander und Miteinander hat. Das ist eigentlich die Grundsache, die man so oder so haben sollte. Und alles andere baut sich einfach drauf auf. Jeder hat sein eigenes Thema, was er dann halt irgendwo persönlich erreichen will. So, dann die wichtigste Frage natürlich zum Schluss. Warum sollten wir Sie am 25. Mai wählen? Deswegen habe ich schon Zeit gelassen. wer halt einfach frische Ideen und engagierte Stadträte halt haben will, der sollte uns vor allem als ihre Vertreter halt wählen. Weil wir wollen einfach mit den Einwohnern einfach eine nachvollziehbare Politik machen. Wie wir es zurzeit zum Beispiel auch machen mit unserer Genossenschaftsidee für das KUK. Das ist ja zum Beispiel gerade was zurzeit auch offen ist. Wir wollen halt offene Gesprächsrunden leiten und mit engagierten Bürgern. Wir wollen gerne vor allem eine echte Bürgerbeteiligung einführen. Das ist das, was generell fehlt. Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe auch den Einwohnerantrag schon gestartet. Der soll ja eigentlich schon als erster Schritt dazu sein. Wir wollen halt sachkundige Bürger in die Ausschüsse bringen. Wir wollen halt mehr Mitsprache der Einwohner halt bei Stadtratsentscheidungen, vor allem eine straffere Verwaltung, die auch wirklich mit engagierten Leuten, die es auch gibt, einfach viel mehr umsetzen kann, als wie es bisher geschieht. Und wir setzen halt auch auf Langfristigkeit bei Investitionen, die einfach unseren ganzen Stadthaushalt irgendwo dann über die Jahre hinweg abtragen und dass wir einfach wieder mehr Gestaltungsfreiheit haben. Wir wollen uns halt auch einfach dafür einsetzen, dass es einfach viel besser wird jetzt bei der Industrieansiedlung, bei Gewerbeansiedlungen, einfach alles so Dinge, die drumherum sind, die wollen wir halt versuchen umzusetzen und einfach auch mit Hilfe des Stadtrates und auch generell mit der ganzen Stadtverwaltung verbessern, dass einfach auch hier einfach wieder eine gelebte Menschlichkeit herrscht, dass hier wieder Freude herrscht und es einfach nicht immer so dieser Pessimismus vorherrscht, das ist weg, das ist weg, das ist weg. Wir wollen einfach machen. Machen und tun, damit sich was verändert und das halt nicht nur als Stadtrat, sondern generell mit den Einwohnern, die einfach auch uns begleiten sollen und müssen. Weil nur mit denen schaffen wir das, dass wir einfach gerne voranbringen. Das ist einfach unser Grundtenor. Ja, also würden wir uns freuen, wenn wir ihre Stimme bekommen würden. Das würde dann hoffentlich dann endlich Gera wieder endlich mal in die Richtung bringen, wo es hingehört, nach vorne. Gut, ja, machen und tun, um Gera voranzubringen, das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Gut, haben wir es geschafft, wir haben noch ein paar Minuten übrig. Das war es also auch schon wieder von Ansichten und Absichten. Dankeschön, Herr Rüdiger, für das Gespräch. Ich denke, wir haben einiges erfahren über ihn als Politiker, aber auch vor allem als Menschen. Und um die anderen Kandidaten kümmern wir uns natürlich auch noch beim nächsten Mal. Tschüss. Sie haben es gerade gehört, die Stadtratswahlen stehen wieder an. Schon im Mai werden in Gera 42 Stadtratsmitglieder gewählt. Die jeweiligen Parteien haben teilweise bis zu 25 Personen auf ihre Listen. Viele Kandidaten nehmen wir deshalb in unseren Gesprächen bei Ansichten und Absichten genauer unter die Lupe. Ja, und Wahltag ist der 25. Mai dieses Jahres. Dann werden nicht nur die Stadtratsmitglieder für Gera, die Ortsteilbürgermeister sowie Ortsteilräte gewählt, sondern auch die Parteimitglieder im Europaparlament. Politik geht jeden Einzelnen an und nur wenn die Mehrheit wählen geht, können die Wahlergebnisse diese Mehrheit auch repräsentieren. Deshalb beteiligen Sie sich und gehen Sie wählen. Die Videos mit den einzelnen Gesprächen der Kandidaten können Sie natürlich auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals finden und zwar unter www.tlm-okgera.de/mediathek.html. Dort werden Sie nach dem Wahltag am 25. Mai auch die Sonderwahlsendung des offenen Kanals einsehen können. Der offene Kanal hat übrigens auch eine Facebook-Seite, die Sie über Neuheiten in Ihrem Bürgerfernsehen informiert. Also schauen Sie doch mal vorbei.
Namen stehen auf den Wahllisten für die Stadtratswahl. Oftmals jedoch fehlt ein Gesicht dazu. Was sind das eigentlich für Personen? Welche Politik streben sie in Gera an? Das will Ansichten und Absichten in den Gesprächen mit den Kandidaten herausfinden. Wir stellen Ihnen die Kandidaten jedoch auch vor, damit Sie am 25. Mai eine informierte Entscheidung treffen können. Da werden die Stadtratsmitglieder nämlich gewählt. Ja, aber nur wer wählen geht, kann bestimmen, wer im Stadtrat sitzt und Geras Zukunft mitgestaltet. Also geben Sie Ihre Stimme ab. Die Gespräche finden Sie auch im Internet in der Mediathek des offenen Kanals unter www.tlm-okgera.de/mediathek.html. Das war wieder eine Ausgabe von Ansichten und Absichten. Dabei steht der Tag der Stadtratswahl natürlich immer im Vordergrund. Am 25. Mai werden 42 Stadtratsmitglieder für Gera gewählt. Aber nur mit Ihrer Unterstützung, denn jede Stimme zählt.